In diesem Video zeige ich dir, wie du dein Lampenfieber verlierst, zum Beispiel für Facebook Live oder YouTube Videos. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Michael von jetztselbstsicher.de. Ja, Facebook Live, YouTube Live, überhaupt alles, was so Videokamera, was im Internet ist, egal auf welcher Plattform, da gibt es ja mittlerweile jede Menge Webinare, aufgenommene Videos. All das ist heute so wichtig geworden, wenn du im Internet verkaufen willst, wenn du im Internet Fans gewinnen willst oder vielleicht auch einfach nur, wenn du mit jemandem via Skype oder Zoom oder anderen Techniken chatten willst. Kamera. Viele Menschen haben Angst vor der Kamera. Viele Menschen haben Angst, in irgendeiner Form zu präsentieren, sich zu präsentieren oder eben vor einer Kamera zu stehen, vor einem Publikum zu stehen, weil da gibt's dieses tolle, wunderbare Lampenfieber. Und es gibt so viele Leute, die sagen, ja, Lampenfieber muss ja sein, sonst ist man nicht gut. Gut, kann man mal so stehen lassen. Ich bin nicht ganz der Meinung, es könnte sein. Und wenn es für dich so ist, dann ist es auch okay. Es gibt aber auch Menschen, die haben kein Lampenfieber und sind trotzdem gut oder vielleicht gerade deswegen gut, vielleicht sogar viel besser. Das ist aber Glaubenssache, darum geht es gar nicht so sehr. Wenn du das glaubst, dass Lampenfieber sein muss und es dir hilft, besser zu werden, ruhiger zu werden, dann ist das wunderbar. Aber es gibt auch durchaus eine ganze Menge Möglichkeiten, gegen Lampenfieber anzukommen und es zumindest zu reduzieren oder sogar auf null zu bekommen. Und dafür habe ich eine ganze Reihe, ich habe es mal gesammelt, es sind über 25 Techniken und Methoden, die dir helfen können, Lampenfieber zu reduzieren. Beispielsweise die Atmung, weil wenn du dich hinstellst oder auch im Sitzen, ist es ganz besonders wichtig, dass du erstmal langsam atmest und dass du in den Bauch atmest. Denn die meisten atmen, wenn sie aufgeregt sind, wenn sie Lampenfieber haben, hier oben in der Brust. Und das kann nicht wirklich funktionieren. Deswegen ist es so wichtig, in den Bauch zu atmen. Eine andere Geschichte ist, richte dich auf, denn die Körperspannung beeinflusst deinen Hormonhaushalt und sorgt damit dafür, dass du mehr Testosteron, also das Hormon, das dich stärker wirken lässt, und weniger Cortisol, also das Hormon, das dir Angst macht, durch das du dich unsicher fühlen lässt, dass du so deinen Hormonhaushalt beeinflusst. Aber du wirkst natürlich auch besser, wenn du aufgerichtet bist und wenn du offen bist, sprich wenn du Gestik machst und die Hände von deinem Körper wegnimmst, anstatt schützen sie irgendwo davor nimmst. Und vielleicht noch einen kleinen dritten Tipp, den ich dir mitgeben kann, neben der Atmung und neben der Körperhaltung, ist ganz generell nochmal die Bewegung. Denn was ja bei Lampenfieber passiert, ist der Adrenalinausstoß. Und der Adrenalinausstoß ist eine natürliche Reaktion, die vor allem einen Sinn und Zweck hatte früher, dass du nämlich schneller weglaufen kannst, schneller abhauen kannst. Und das ist genau das, was Adrenalin machen sollte, was aber auch dazu führt, dass wir mehr uns bewegen. Denn Adrenalin kann einzig und alleine abgebaut werden durch Bewegung. Und deswegen fangen viele an, zum Beispiel zu tippeln, unruhig mit dem Stift zu spielen, mit den Fingern zu spielen oder sonst irgendwelche unruhigen Bewegungen zu machen, die dazu führen, dass man das Lampenfieber auch noch sieht, dass andere sehen, dass du unruhig bist. Wenn du jetzt stattdessen bewusst große Gestik machst, bei einer Kamera kannst du keine Schritte machen, aber zumindest Gestik machen. Wenn du vor Publikum stehst ohne Kamera, dann wäre es auch sinnvoll, Schritte zu machen, aber bewusste Schritte, kein unruhiges Tippeln. Und schon reduzierst du automatisch dein Adrenalin. Und das solltest du von der ersten Sekunde an bewusst tun, denn damit baust du ganz schnell das Adrenalin ab und es kann eben nur durch Bewegung abgebaut werden. Das sind so die drei schnellsten und wichtigsten Tipps, um wirklich Lampenfieber zu reduzieren und sogar ganz loszuwerden. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Alles Liebe, herzlich, dein Michael von jetztselbstsicher.de. Wer sich online präsentieren oder verkaufen will, der kommt um Videos heutzutage nicht herum. Deswegen die wichtigsten Tipps: Atme tief in den Bauch. Zweitens, stehe aufrecht und drittens, bewege dich bewusst mit den Armen und den Beinen, um dein Adrenalin abzubauen. Wenn dir diese Tipps gefallen haben, dann abonniere jetzt diesen Kanal und lade dir mein kostenloses E-Book herunter, 5 Zaubertricks für dein Selbstbewusstsein.